Hallo und herzlich willkommen hier bei der nächsten Runde The Book of Unwritten Tales. Heute wieder zusammen mit Simone. Hallo Simone. Hallo. Ja, wir rätseln hier zu zweit zusammen mit unserer kleinen Elfe, wie wir jetzt hier so ein bisschen Licht auch in den Keller bekommen können. Und ich habe da so eine Idee. Ich habe nämlich hier drüben was entdeckt. Das sieht mir doch sehr nach einem Reflektor aus, oder? Ja. Ich würde sagen, den gucken wir uns mal an. Eine kleine, dicke Figur. Sie hält einen Spiegel über ihren Kopf. Sieht uralt aus. So, wenn ich jetzt nochmal sie ein bisschen zur Seite schicke, dann sieht man hier, dass da jemand steht. Der hat so einen Stab in der Hand und dann leuchtet es überall hin auf eine Sonne, auf etwas, das aussieht wie ein Frosch. Und auf etwas, das aussieht wie ein Tukan. Ja. Oder wie ein Hund? Nee, wie ein Tukan. Also unten ist ein Tukan, aber was ist das in der Mitte? Das könnte auch ein Hund sein. Oder ein Affe. Oder ein Affe? Na, dann müssten wir ja die Silberschüssel irgendwie positionieren, die wir jetzt haben, oder? Aber ich habe jetzt gerade entdeckt, das ist gar keine Sonne, es ist eine Spinne. Hier drüben ist es nämlich. Da ist eine grüne Spinne, hier ist ein blauer Tukan und da ist ein roter Hund. Und hier lehnt ein Holzstab, den wir uns vielleicht mal betrachten könnten. Ein etwa 2 Meter langer Stab mit einem Kopfstück aus Bronze. Sieht aus, als fehlt da etwas. Ja, unser kleines Tellerchen, was wir haben. Auf dieser Zeichnung sieht es so aus, als gehörte ein Diamant dorthin. Ach, ja, Diamanten haben wir auch gleich, glaube ich, gerade einstecken. Ein Diamant. Pass auf, nimm den Holzstab. So, den hat man mitgenommen. Und da hinten habe ich noch was entdeckt. Betrachte die Heckenschere. Ah, eine Heckenschere, das auch ist super. Auch ein Geheimkeller ist letztlich nur ein Keller. Und in denen werden Gartengeräte wie diese Gartenschere abgelegt. Du hast vollkommen recht. Nimm doch mal die Heckenschere mit. Solange ich jetzt nicht auch noch die Gartenarbeit machen soll. Also, ich möchte jetzt, was soll ich jetzt sagen? Also, leider, doch, das war so geplant. Betrachte die Öffnung im Boden. Eine kleine, kreisrunde Öffnung im Boden. Sie ist mit altertümlichen Schriftzeichen verziert. Genau wie das Wandbild. Na sowas. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz nach oben. Mit der Heckenschere können wir so ein bisschen den Grabstein freilegen. Und ich denke, mit dem Stab können wir auch oben die Klappe öffnen. Was meinst du? Ja, guter Plan. Weiß nicht, ob wir sonst noch irgendwas hier betrachten. Das Gerümpel können wir nochmal machen. Die traurigen Überreste untergegangener Kulturen und des letzten Campingausfluges. Ja. Ich würde sagen, wir gehen nochmal kurz nach oben. Und nach draußen. So, ich würde sagen, wir machen erst das mit dem Grabstein, oder? Ja. Erstmal freilegen, was da drauf steht. Benutze die Heckenschere mit dem Gestrüpp. Ich habe es geahnt. Jetzt mache ich also doch noch die Gartenarbeit. Ja, was soll ich sagen? Da musst du durch. Es ist tatsächlich ein Grabstein. Geh mal ein bisschen zur Seite. Okay, untersuche den Grabstein. Ein kleiner Grabstein aus Granit. Kinski steht drauf. Aha. Betrachte die Kürbisse. Die Kürbisse hätten schon längst geerntet werden müssen. Die ersten beginnen zu gammeln. Okay. So, die Figur hier, die Vogelscheuche hat nichts mehr, was wir noch mitnehmen können. Dann so, versuchen wir doch mal mit dem Stab. Jetzt hat's geklappt. Das Fenster ist offen. Die letzten Strahlen des Sonnenlichts können ins Haus. Das ist sehr gut.
So, ich würde mal sagen, wir gehen wieder rein. Hier draußen gibt es, glaube ich, sonst nichts mehr zu entdecken. Hier oben, das haben wir uns auch schon angeguckt. Wir gehen mal hier rein. So, und wir sehen hier, der Lichtstrahl geht da auf den Spiegel. Und der Spiegel ist leider nicht da. Tja, da ist guter Rat teuer. Wir haben doch dieses silberne Schild, das könnten wir dahin tun. Das könnte man versuchen, ja. Perfekt. Der Schild reflektiert das Licht und leitet den Strahl hinab in den Keller. Sehr gut, dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich nach unten, oder? Ja. Ja, aber wir sehen, dass der Lichtstrahl auf jeden Fall in die falsche Richtung fällt. Betrachte die kleine Steinfigur. Der Lichtstrahl wird vom Spiegel der kleinen Figur reflektiert, aber er scheint einfach auf den Boden. Also ich denke mal, wir müssten das auf jeden Fall noch drehen, damit das hier oben hin leuchtet. Ja. Und dann brauchen wir ja auch noch den Diamanten für unseren Stab. Ja. Den finden wir, glaube ich, nicht hier unten. Wir müssen doch wieder nach oben gehen. Nur was? Vielleicht sollten wir mal hier nochmal unseren Kollegen fragen. Den, der immer Mortimer sagt oder irgendwie sowas? Ja. Ja, dann mach doch nochmal auf. Ich bin nicht Mortimer. Siehst du das nicht? Ich sage es dir noch einmal, ich bin nicht Mortimer. Natürlich nicht, wenn du das sagst. Mortimer wurde entführt und ich wollte ihn retten. Das ist ja schrecklich. Du musst dich verstecken. Ich? Wieso? Man will dich entführen. Das hat man schon. Mortimer, Mortimer meine ich. Man hat Mortimer schon entführt. Aber das geht doch nicht. Wer unterhält sich denn dann abends mit mir? Mortimer ist dein Freund, oder? Hat er dich ausgebuddelt? Ja, das kann man so sagen. Ich lag ziemlich lange im Dunkeln. Irgendwann öffnete sich der Deckel und Mortimer war da. Seitdem wohne ich bei ihm in der WG. Tja, wie es aussieht, wird Mortimer in nächster Zeit nicht für dich da sein, um mit dir zu plaudern. Wir plaudern nicht! Wir diskutieren, wir beratschlagen, wir debattieren, wir plaudern. Aber niemals würden wir Skifahren. Hm? Wieso? Willst du etwa Skifahren? Ich will nicht Skifahren. Was ist Skifahren? Keine Ahnung. Wer bist du? Hattest du einen Unfall in einer Mullbindenmanufaktur? Nein, ich bin eine Mumie. Wird Mumien bei der Mumifizierung nicht das Gehirn durch die Nase gezogen? Kann ich mir nicht vorstellen. Wie genau öffnet man das Gitter nach unten im Keller? Wie genau kann man das Gitter im Keller öffnen? Hey, ich rede mit dir. Du kannst sprechen? Weißt du was? Vergiss es. Ich bekomme schon selbst heraus. Lieber suche ich jeden Zentimeter dieses Hauses ab, als mir länger diese Gespräche mit dir anzutun. Du kannst sprechen? Weißt du, wo ich den Edelstein auf den Stab im Keller für den Stab im Keller finden kann? Ich weiß, du warst nie da unten. Aber im Keller stand ein Stab. Und ins Kopfstück dieses Stabs gehört ein Edelstein, ein Diamant. Weißt du vielleicht, wo der ist? Aber natürlich, Mortimer. Du hast mich doch gebeten, ihn zu verstecken. Weißt du es nicht mehr? Ich habe es wohl vergessen. Wenn du mich nicht hättest. Würdest du ihn mir bitte geben? Ich brauche ihn mal kurz. Wen? Den Stein. Und bevor du fragst, ich meine den Stein, den du für mich aufbewahren solltest. Und erzähl mir nicht, du hättest es vergessen. Wie könnte ich das vergessen? Es war dir sehr wichtig, dass niemand den Stein finden kann. Okay. Dann gib ihn mir bitte jetzt zurück. Wie käme ich dazu, einer völlig fremden Person Mortimers Stein zu geben?
Aber ich bin Mortimer. Aber ich bin Mortimer. Das ist doch lächerlich. Du bist zu groß, zu dünn, zu haarig und du hast diese Dinger da. Aber ich bin Mortimer. Aber ich bin Mortimer. Das ist doch lächerlich. Na, es kommt dasselbe. Ich habe keine Lust zu diskutieren. Gib mir den Stein. Genau, ich habe keine Lust zu diskutieren. Gib mir den Stein. Ich habe genug von diesem Blödsinn. Gib mir den Stein. Niemals. Drohungen helfen dir nicht weiter. Ich kann Karate. Ohne Hände. Mortimer schickt mich. Ich bin eine Freundin von Mortimer. Er schickt mich, etwas aus dem Keller zu holen. Ich habe dich hier noch nie gesehen und ich vergesse nie ein Gesicht. Bitte, es ist dringend. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Ich würde nur einer wirklich guten Freundin von Mortimer den Stein geben. Das bin ich. Ich habe ihm einmal das Leben gerettet. Vielleicht. So? Wenn du eine gute Freundin von Mortimer bist, dann wirst du mir folgende Frage beantworten können. Welche Farbe hat seine Unterwäsche? Kennst du die Farbe seiner Unterwäsche, nehmen wir? Woher kennst du die Farbe seiner Unterwäsche? Ich habe keine Augenlider mehr. Was meinst du, wie ich die Augen schließen soll? Also, welche Farbe hat seine Unterwäsche? Tja, was würdest du antworten? Weiß überwiegend oder er trägt keine. Ja, das sind aber zwei Auswahl-Dinger. Ich weiß. Du entscheidest. Dann nehmen wir, er trägt keine. Er ist ja. Das ist eine Fangfrage. Er trägt keine. Das ist falsch. Du kennst ihn gar nicht. Nicht so gut, wie ich ihn kenne. Ich habe mich halt nicht so sehr mit seiner Unterwäsche beschäftigt wie andere Leute. So etwas weiß man doch. Also, welche Farbe hat seine Unterwäsche? Jetzt weiß. Überwiegend. Mehr oder weniger weiß. Das ist falsch. Wusste ich doch. Du willst dich nur hier reinschleichen. Nein, das war nur ein Scherz. Was? Weiße Unterwäsche, also bitte. Die Lösung ist... Ich muss darüber nachdenken. Ich komme wieder. Aber wieso? Jetzt müssen wir auch noch rausfinden, wie seine Unterwäsche aussieht. Wie soll man das war machen? Draußen eine Wäsche, Wäsche-Dingsbums? Eine Wäscheleine war draußen nicht. Nein? Nein. Da gibt's auch keinen Kleiderschrank. Haben wir irgendeinen Schrank vergessen, uns anzugucken? Nee. Untersuche den Holzzuber. Ja. Ein Holzzuber? Etwa halb voll mit Wasser? Na toll, darin schwimmt die Wäsche des Professors. Weiße Hemden, graue Socken, rote Unterhosen. Na also. Okay. Sehr gute Freundin des alten Mortimer, weiß ich die Antwort auf deine Frage. Was für eine Frage? Du hast mich nach der Farbe von Mortimers Unterwäsche gefragt. Richtig, und? Ist rot. Sie ist rot. Rot. Er trägt meistens rote Unterwäsche. Das ist richtig. Rote Seidenunterwäsche. Aber das reicht mir noch nicht. Sage mir, wie heißt seine Katze? Das war ja klar. Seine Katze ist schon vor längerer Zeit gestorben. Draußen steht ihr Grabstein. Sie heißt Kinski. Es war ein Kater! Der Arme hat immer so gerne mit meinen Mullbinden gespielt. Ja, traurig, traurig. Aber damit habe ich ja wohl bewiesen, dass ich eine gute Freundin des alten Mortimer bin, oder? Du hast mir erst eine Frage beantwortet. Zwei? Hä? Du hast mich nach seiner Unterwäsche gefragt. Aber warum sollte mich seine Unterwäsche interessieren? Komm schon, beim Thema bleiben. Gibst du mir nur den Stein? Noch nicht ganz. Eine letzte Frage habe ich noch. Was sagte Graf Grunschfeld von Pieperbock zu seinem Adjutanten Henninger kurz vor der Schlacht am Buddlerberg? Hä? Falsch.
Nein, ich verstehe nicht, wovon du redest. Ich bin mir auch etwas unsicher. Es ist so etwas wie eine Codefrage. Und du kennst die Antwort? Sicher. Mortimer hat sie mir verraten. Und du hast sie nicht vergessen? Nein. Also, wie lautet die Antwort? Ich bin dein Vater, sagte er. Er sprach von einem Angebot, das man nicht ablehnen kann. Die Antwort auf die Frage lautet 234. Ach du Schande. Die Antwort auf die Frage lautet 234. Ja, 234 natürlich. Wie? Was? 234. Das weiß ich ganz genau. Mortimer hat es mir viele Male gesagt. 234, was? Er ist 234 Jahre alt. Der Professor ist 234 Jahre alt. Damit habe ich deine Frage beantwortet. Habe ich das gefragt? Das kann nicht sein. Mortimer ist am 13. Juli erst 63 geworden. Also, 234, was? Ist die Quadratwurzel von 14.412. Das weißt du nicht, aber das musst du doch wissen. Wie kann man das als guter Freund von Mortimer denn nicht wissen? Aber wie? Was denn? 234. Das hat Mortimer dir nie erzählt? Nun ja, 234? Am Ende bist du doch gar kein so guter Freund, wenn du nicht einmal von der 234 weißt. Also, ach die! Du meinst die 234? Ja, genau. Mit diesem, Dings? Exakt. Ich sehe schon, du bist also doch ein guter Freund vom alten Mortimer. Na sicher! Großartig! Jetzt, wo du das bewiesen hast, darfst du mir auch den Diamanten geben. Endlich! Da war in der Mumie drin. Vielen Dank. Gern geschehen. Den Stein müssen wir jetzt an den Stab machen und in den Keller bringen. Der hat bestimmt im Hals gekratzt. Ja. Das ist übrigens ein Rubin und kein Diamant. Na dann. Oh. Passt perfekt. So, dann gehen wir mal runter. Aber das ist noch nicht des Rätsels Lösung, weil nämlich der Strahl an die falsche Stelle zeigt. So. Da haben wir das Problem. Untersuche die kleine Steinfigur. Auf dem Boden an der Figur gibt es seltsame Spuren. Es sieht so aus, als wäre die Figur gedreht worden. Ich muss versuchen, sie in ihre Ursprungsposition zurückzudrehen. Nochmal. Fast gut, nochmal. Ja. Das sieht doch sehr gut aus. Ausgezeichnet. Der Weg ist frei. Na, also, da hätten wir das Ganze doch schon geregelt. Sowohl der Hund, wie auch der Tuka, wie auch die Spinne sind beleuchtet und wir haben freie Bahn. Und können das Buch lesen. Das hier ist garantiert das geheimnisvolle Buch. Es ist alles mit der Hand geschrieben und es gibt einige Bilder. Hier wurden einige Wörter mit orangener Tinte geschrieben. Das gibt es doch nicht. Das Artefakt des Schicksals. Ich sollte das Buch so schnell wie möglich zum Erzmagier bringen. Ich werde ihm das Buch so schnell wie möglich bringen. Solange ich nicht auf den Hexer und seine Spießgesellen stoße, sollte ich morgen Mittag in Seefeld sein. Oh oh. Die Treppe geht zu. Lauf! Au! Okay. Kapitel 2. In der Stadt.
Wir haben den Ring dabei. So. Jetzt erstmal draußen untersuchen, oder? Oh, oh, da kommt hier mal, kommt was angeflogen. Der Gnome. Wie heißt der noch? Was hat er mit seiner Kapsel gemacht? Das ist Wilbur. Warum starrst du so? Noch nie eine Stadtwache gesehen? Nein, du bist ein Mensch, oder? Ich? Ja, könnte man so sagen. Wow. Mein Name ist Bartholomäus Anton Schildträger, königliche Stadtwache von Seefels. Und wer bist du? Nennen Sie mich Herr Unterberg. Mein Name ist Wetterquarz. Wilbur Wetterquarz. Mein Name ist Gurion Gilbert Wood und ich will Pirat werden. Wir nehmen die zweite Antwort. Ja, wer kennt es? Mein Name ist Wetterquarz. Wilbur Wetterquarz aus dem Weißkammgebirge. Unterwegs in geheimer Mission. Wetterquarz? Na gut. Wo bin ich? Das ist Seefels, die schöne Stadt am Meer. Oh, er hat gelitten. Residenz des Erzmagiers und Heimat der Seefels Finsterfiedler. Seefels? Dann habe ich es geschafft. Gerade so würde ich sagen. Dachte schon, die Orks schießen wieder mit Grunzern an unsere Mauern. Ich muss den Erzmagier sprechen. Es ist dringend. Haha, da wünsche ich dir viel Glück. Die Wache am Tor zur oberen Stadt hat strenge Vorschriften. Die wird dich nicht einfach zum Erzmagier durchlassen. Ist der Erzmagier denn überhaupt gerade in der Stadt? Obere Stadt ist dort der Turm des Erzmagiers. Was machen wir? Nehmen wir das Erste. Ist der Erzmagier überhaupt in der Stadt? Ist der Erzmagier denn gerade überhaupt in seinem Turm? Darüber darf ich keine Auskunft geben. So sind die Vorschriften. Können Sie mir denn etwas über den Erzmagier erzählen? Kennen Sie ihn persönlich? Natürlich kenne ich ihn. Die Stadtwache von Seefels ist auch für den Schutz des Erzmagiers zuständig. Warum muss er denn beschützt werden, wenn er so mächtig ist, wie alle sagen? Naja, er ist nicht unbedingt ein großer Kämpfer, glaube ich. Nicht? Nein, er ist etwas seltsam. Er denkt viel nach, weißt du? Ah, verstehe. Warum tut er das? Wer weiß, wer weiß. Denken ist nicht immer so gut. Obere Stadt? Ist dort der Turm des Erzmagiers? Was meinen Sie mit obere Stadt? Na, die Stadt ist geteilt in eine untere Stadt und eine obere Stadt. Der Turm des Erzmagiers ist natürlich in der oberen Stadt. Und was ist in der unteren Stadt? Wirtshäuser, Händler, die Wohnhäuser des gemeinen Volkes. Nun, zumindest hat es da mal gewohnt. Jetzt nicht mehr. Wo sind die Bewohner der Stadt? Oder ich muss weiter auf Wiedersehen. Wo sind die Bewohner der Stadt? Nehmen wir das Erste. Aber Wirtshäuser ist schon mal eine gute Sache. Also Wirtshäuser sind schon mal wichtig. Ja, Wirtshäuser sind immer wichtig. Okay, da steht irgendwas drauf und da steht noch irgendwas drauf. Aber hier steht Seefels. Aber das hier kann man nicht lesen. Nee, wir sagen mal, wo sind die Bewohner der Stadt? Wo sind denn die Bewohner der Stadt? Oh, wie süß. Weg. Viele sind gestorben, als die Stadt belagert wurde. Und die meisten Überlebenden sind dann mit Gustav dem Schönen losgezogen, um sich für die Belagerung zu rächen. Das war dann eher weniger erfolgreich. Und wie viele Menschen leben hier noch? Nicht mehr viele. Wenn der Erzmagier seinen Turm hier nicht hätte, wäre die Stadt vielleicht schon aufgegeben worden. Klingt alles ziemlich traurig. Es wird doch wieder aufwärts gehen. Warte, bis wir den Krieg gewonnen haben und alle zurückkehren. Also, die da noch leben. Warum bewachen Sie eine Stadt, in der so gut wie niemand mehr lebt? Ich muss weiter auf Wiedersehen. Nochmal, warum das Erste? Aber wenn so gut wie niemand mehr hier lebt, wen bewachen Sie dann überhaupt noch? Ich bewache ja nicht die Bewohner, ich bewache die Stadt. Ich bewache sie so wie mein Vater vor mir und sein Vater vor ihm. Dessen Vater nicht, der war Hufschmied. Aber sein Schwager war bei der Stadtwache. Dessen Vater war Bäcker. Interessant. Ich muss weiter. Irgendwie werde ich schon zum Erzmagier kommen. Ich wage es zu bezweifeln.
Aber ich muss auch zurück auf meinen Posten. Die Pause ist vorbei. Also, Wilbur, Wetterquarz aus dem Weißkammgebirge. Viel Glück bei deinem Abenteuer. Wir laufen uns bestimmt noch über den Weg. Danke, Herr Schildträger. Bis bald. Er hat nur einen Rüstungsschuh an. Ob das den Vorschriften für die Stadtwache. Für die Stadtwache und so die Kleidungsvorschriften, ob das überhaupt noch. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das klar geht und so. So, hier ist ein Häschen, das müsste ich mir gerne angucken. Oh, ein Hoppelhasen-Flauschi-Bauschi-Bunny. Ganz weiß und weich und herzallerliebst. Ich möchte es knuddeln und wuddeln und... Gleich ist es weg. Es ist ein Kaninchen. Ein weißes. Ja. Aber... Er kann es mitnehmen. Aber wer Monty Python kennt, weiß, dass es da auch die Wehrkaninchen gibt. Man sollte immer vorsichtig sein bei so Dingern. Aber wir nehmen es mal mit. Komm hier, ja, Kleiner. Komm. Keine Chance. Es lässt sich nicht so einfach einfangen. Aber ich wüsste auch sowieso nicht, was ich mit dem Kaninchen anfangen sollte. Also ganz... Ich meine, außer es ganz doll lieb haben. Ja, genau. Sonst gibt es keine Einsatzmöglichkeiten für Kaninchen. Betrachte den flachen Stein. Neben dem großen Stein liegt ein kleinerer. Er steckt halb im Boden. Hebe den flachen Stein an. Ich habe das geheime Reich der Käfer, Wanzen, Flöhe und Spinnen entdeckt. Hey, das ist ja so ein komplettes Paket. Betrachte den Stein noch. Käfer scheinen das Licht nicht zu mögen. Sie krabbeln in den Schatten. Sonderlich schnell sind sie dabei aber nicht. Ich könnte sicherlich einige fangen. Nur wo soll ich sie verstauen? Also wir merken uns, hier gibt es Käfer. So, was gibt's denn hier draußen noch zu entdecken? Gibt's noch irgendwas? Hier, da, betrachte das Schild. Das Schild ist doch da. Hä? Auwiesen steht da. Keine Ahnung, was es da gibt. Gut, da geht's zu den Auwiesen. Wir haben hier Käfer, wir haben hier ein Hoppelhäschen, was wir vielleicht später mitnehmen können. Und da gibt's die, betrachte die Stadtmauer. Um Seefels wurde in den letzten Jahren mehrere Male hart bekämpft. Die Stadt scheint einiges abgekriegt zu haben. Ja, und ich würde sagen, dann wird es als nächstes Zeit, dass wir auch mal Seefels von innen uns betrachten. Allerdings machen wir das nicht mehr heute, sondern wir machen das morgen. Denn für heute ist die Folge leider schon längst vorbei. Wir gucken morgen, wie es hier weitergeht und dann betreten wir die Stadt. Bis dahin, macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sag auf Wiedersehen. Auf Ciao. Wiedersehen.